Daniel Kaufmann, 0-2 in Litauen, eine hochverdiente Niederlage, oder? Ja, aufgrund der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, was mit uns die ersten 40 Minuten los war. So kann man nicht auftreten. Muss man klar analysieren, was da nicht gut war. Und ja, so klar für den verloren. Ja. Wie kann es passieren, dass man ab der ersten Minute, ab der ersten Aktion ja eigentlich unsicher ist und den Ball nie zum eigenen Mann bringt? Gegner aufbaut dadurch auch? Ich kann es auch nicht gross verstehen. Wir haben gegen Real eine super Leistung gezeigt. Wir sind defensiv gut gestanden, haben den Ball laufen lassen, haben Spiel gemacht dort in der ersten Halbzeit. Und jetzt, zweite Halbzeit, da zweite haben wir es nicht hergebracht, die erste Minute. Sie haben uns die ganze Zeit Press gehabt, von Anfang an. Wir sind mit dem nicht klar gekommen. Und ja, so haben wir nur noch Fehler gemacht. Hätte man vielleicht einmal einfach den Ball weghauen müssen, statt hinten raus zu kombinieren zu versuchen? Ja, wir haben Job und so versucht, oder den langen Ball spielen und ja, dann vorne haben wir Zweikämpfe nicht angenommen und dann hat der Gegner wieder den Ball gehabt und sie haben gut laufen lassen und wir sind wieder unter Druck gestanden. Also, ja. Aber man muss sagen, zweite Halbzeit war eine Leistungssteigerung und auf jetzt kann man eigentlich, wenn man auf etwas stolz kann, auf jede zweite Halbzeit, dass wir noch den besten Gegner gegeben haben, jetzt den Stolz haben, um uns auch nicht abschiessen lassen. Ja. Peter Jähle, 0-2 in Litauen, wie sehr als Torwart dreht man da hinten durch, wenn man sieht, was vorne für Fehler passieren? Ja, ich glaube nicht als Goalie nur, ich glaube als ganze Mannschaft ist man einfach extrem enttäuscht, wenn man so viel auf sich nimmt, mit grossen Erwartungen hierher fährt und dann einfach wirklich eine erste Halbzeit spielt, um den Gegner einladet, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist heute sicher der Fall gewesen. Ich glaube, wir haben falsche Entscheidungen getroffen, schon vor dem Spiel. Ich glaube, viele Spieler haben mit Nocken gespielt und der Platz war extrem rutschig. Es ist mir vorgekommen, dass man wie auf Eis gelaufen ist, zum Teil in der ersten Halbzeit. Und ja, da so Sachen kann auf dem internationalen Niveau einfach tödlich sein. Du sprichst es an mit den verkehrten Schuhen wahrscheinlich. Wie kann sowas passieren? Man ist ja lange genug dabei. Auch die Spieler, die jetzt dabei sind, sind ja auch schon länger im Profi- oder Semi-Profi-Betrieb. Ja, ich glaube, was wir vielleicht in der ersten Halbzeit nicht begriffen haben, dass man jedes Spiel eigentlich zuerst einmal über den Kampf, über den Zweikampf muss angehen. Und wir haben vielleicht zu viel versucht, unsere spielerische Stärke auszuspielen und haben darum eben den Gegner zu Chancen eingeladen. Wir haben das in der Halbzeit sehr konkret angesprochen und ich glaube, dann hat man auch gesagt, was möglich gewesen wäre, wenn man da von Anfang an den Fokus richtig gelegt hätte. Der Einzige, der eigentlich im Spiel war von Beginn an, warst du? Ja, ich glaube, wir haben einfach als Mannschaft heute ja, nicht das gezeigt, was wir gegen Griechen gezeigt haben. Die erste Halbzeit, die zweite lassen wir jetzt weg, dort sind wir wirklich wieder parat gewesen. Aber es tut einem einfach weh, dann ist es schon zu spät, man ist 2-0 hinter. Braucht dann auch ein bisschen Glück zum Zurückkommen. Wir haben ja eine Chance gehabt, um den Anschluss zu erzielen. Der Goalie für ihn hebt sich gut. Ja, schade, vielleicht wäre dann noch mal etwas möglich gewesen.